Hallo liebe Peak Community, wir sind heute wieder mal versammelt, die liebe Katrin und ich, zu einem kleinen Athleten-Coaching, Check-up, Update, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Wir haben wieder mal alles durchgecheckt und durchgemessen und wollen euch jetzt in aller Kürze die Ergebnisse präsentieren, was sich so getan hat. Ich bin für die Zahlen und Fakten verantwortlich. Aber zuerst wollen ja natürlich die Leute erstmal kurz wissen, wie es dir geht, wie es dir so ergangen ist und wie du dich fühlst momentan. Ich fühle mich super. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, also mental super, Kraft ist da im Training. Ich kann mich nicht beschweren, ist alles bestens. Tolles Feedback. Also man muss schon sagen, Athleten in der Offseason ist immer ein bisschen so eine Sache. Ein großes Kopfding vor allem auch, weil die meisten von uns ja doch ein bisschen so einen kleinen Adonis-Komplex haben und sich immer fetter und dünner sehen, als wir eigentlich wirklich sind und auch unsere Außenwelt wirken. Aber ja, da muss man durch. Wir haben ein Ziel und wir wissen, wo wir hin wollen und wo wir hin müssen. Und da ging es jetzt einfach darum, die Kalorien ein bisschen aufzustocken. Wie hoch sind wir momentan mit den Kalorien bei dir? Also an Trainingstagen liegt man bei 2300 und an Nicht-Trainingstagen bei 2000. Okay, ja, das ist schon, denke ich mal, schon ganz ordentlich. Ich denke mal, das ist mehr als die meisten Athletinnen so normalerweise zu sich nehmen, weil sie sich vielleicht nicht trauen oder so. Und auch bei dir war das halt so eine kleine Hemmschwelle, das Ganze zu machen. Aber wir haben es gemacht, wir haben es durchgezogen und es hat funktioniert. Dass es funktioniert hat, kann ich euch jetzt in aller Kürze mal präsentieren. Wir haben eine Bioimpedanzmessung. Habt ihr letztes Mal bei unserem Update schon gesehen. Die zwei wichtigsten Werte daraus sind dieses Mal hier die fettfreie Masse, die damals einen Wert betrug von 43,9 Kilo und jetzt einen Wert von 45,8 Kilo. Die zweite Messung, die für uns von Bedeutung ist, ist die FM, die Fettmasse. Die war bei 16,7 Kilo und liegt jetzt bei 14,2 Kilo. Ich denke, ich brauche das jetzt nicht mehr ausrechnen. Hier das Datenblatt von der Katrin. Da sieht man jetzt nochmal die Entwicklung von Gewicht und sonstigen. Das kann ich auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben eigentlich im Vergleich zum letzten Termin das Gewicht gehalten. Ja. Wir haben gar nicht groß weiter jetzt Gewicht zugenommen, konnten aber, wie man an der Bioimpedanzmessung sieht, den Fettgehalt reduzieren und die Muskelmasse steigern. Was ganz besonders erfreulich ist, ist ein gestiegener Umfang um den Po-Bereich rum. Wir haben ja als kleine Schwachstelle ausfindig gemacht, dass der Po bis dato ein bisschen zu flach war. Da sind wir jetzt dabei, das Ganze zu beheben. Und ich habe mir sagen lassen, da haben auch gute Trainingstipps von der Birte Mack eine Rolle gespielt. Richtig. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ja, alles in allem. Guter Termin, 18.10., sehr erfolgreich. Wir werden das Ganze jetzt so weiter betreiben, definitiv bis zum Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal. Wir werden dann langsam mal unsere Ziele stecken und werden versuchen, das ein oder andere nochmals zu optimieren. Und dann stehen die Fahnen alle in Richtung Wettkampfteilnahme in 2015, würde ich zumindest sagen. So machen wir es. Ja, alles klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.